Das war der Teaser. Hallo, herzlich willkommen und schönen Abend. Schönen guten Abend. Am Ende eines schon sehr langen, ereignisreichen Tages freue ich mich umso mehr, dass wieder so viele gekommen sind, die sich die nächsten anderthalb Stunden etwas anschauen wollen, was es im Fernsehen gar nicht so oft gibt, nämlich Qualität, die Spaß macht und die am Ende sogar erfolgreich ist, wirtschaftlich wie auch beim Zuschauer. Wir haben heute drei Beispiele ausgewählt, die wir einfach mal exemplarisch in die Runde werfen wollen, und wir freuen uns auch sehr darüber, dass sehr viele, die an diesen Produkten beteiligt sind, heute Abend hier Rede und Antwort stellen. Das heißt, man kriegt so ein bisschen auch ein Gefühl davon, wie geht denn das da eigentlich zu bei diesen Fernsehleuten? Was machen die da so? Wer finanziert denn das eigentlich? Wer kommt denn eigentlich auf die tollen Ideen? Wir haben zum einen das Tatort Berlin-Team da. Es gibt ja eine neue Tatort-Reihe mit Merit Becker in der Hauptrolle. Sie ist auch da. Und viele andere. Wir haben das Team von Der Lack ist ab, eine Serie von und mit Kai Wiesinger. Wenn Sie das noch nicht gesehen haben, Sie kriegen nachher mal einen Ausschnitt zu sehen. Das ist deswegen interessant, weil es bis jetzt nur im Internet zu sehen ist. Und dann könnte man sagen, naja gut, im Internet. Ne? Auf der anderen Seite sagen die Macher, nein, das Ding ist tatsächlich auch wirtschaftlich erfolgreich. Vielleicht ein kleiner Blick auch in die Zukunft der deutschen Fernsehproduktion. Und als erstes möchte ich begrüßen das RTL-Team, das bewiesen hat, dass Privatfernsehen eben nicht nur schrullig und dullig sein muss, sondern im Gegenteil sehr gut Journalismus auf die Mattscheibe bringen kann und Geschichten erzählen kann, die zum einen relevant sind und dann auch noch so erzählt, dass man sie sich gerne anschauen will. Es ist ein Undercover-Team, und das ist wirklich interessant, das haben viele vorher nicht gedacht, das, wie gesagt, beim Zuschauer auch noch ankommt. Wahrscheinlich für das RTL-Image eine der besten Entscheidungen. Begrüßen Sie jetzt die Reporterin Caro Lobig, den Reporter Thorsten Missler und natürlich den Namensgeber des Ganzen. Hier ist Günther Wallraff. Da sind Sie. Bitte, jeder, wo er kann, ich lege noch mal ein Mikro darüber, dann könnt ihr euch abwechseln, sitzen, stehen, wie man will. Herr Wallraff, immer noch, Sie haben darüber schon sehr oft geredet, immer noch finden es viele Leute befremdlich, dass ausgerechnet ein Günther Wallraff, der größte Enthüllungsjournalist Deutschlands, auf einmal mit den Privaten angebändelt hat. Warum? Ja, ich erreiche doch diejenigen, auf die es mir hauptsächlich ankommt. Das sind Menschen, die ich leider, muss ich sagen, was Öffentlich-Rechtliche nicht mehr so erreiche. Das sind einmal sehr viel Jüngere, die auch in prekären Arbeitsverhältnissen sich befinden, denen es zum Teil dreckig geht. 25% der Bevölkerung leben unter dem Existenzminimum, besitzlos oder haben Schulden. Und es sind, ich habe einfachere Möglichkeit bei RTL. Ich habe vorher auch mit Redakteuren beim Öffentlich-Rechtlichen zusammengearbeitet, auch erfolgreich, aber merkte irgendwann, die Bürokratie war dort so immens, dass ich mehr dann nachher mit Anwälten, mit höher gestellten Verantwortlichen zu tun hatte, als mit den Redakteuren, die eigentlich sich sehr einsetzen, auch sehr engagiert waren. Und von daher bin ich auf RTL zugegangen und zu meiner Verwunderung, ich war am Anfang auch skeptisch, habe ich da einen Freiraum jetzt geschaffen und Kollegen hochmotiviert, engagiert, und ich muss sagen, also das ist hier, wir haben einige Zukunft und ich kann mich hoffentlich irgendwann nochmal zurückziehen und wieder eigene Sachen machen. Caro Lobig, du bist relativ prominent sogar in die Schlagzeilen geraten durch eine Enthüllungsgeschichte über Zalando. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu den, sagen wir mal, öffentlich-rechtlichen standardisierten Dokumentationen, dass jemand wie du Anfang 20 groß in den Enthüllungsjournalismus eintauchen darf, ohne jahrelange Vorerfahrung, ohne dass du jemals Redaktionsleiter warst. Hättest du dir erwartet, dass dein Aufschlag bei Zalando so eine Welle schlägt? Nein, das habe ich ganz bestimmt nicht erwartet. Das war auch alles nicht so geplant, wie das am Ende dann wurde. Und so enthüllungsjournalistisch war ich vorher auch schon einfach auf eigene Faust unterwegs. Günther war schon immer mein Vorbild. Und mein Herzensthema Flüchtlinge hat mich dann irgendwie zu ihm gebracht. Ich war 3 Monate mit Flüchtlingen auf Demonstrationen in Deutschland unterwegs
und war in Köln bei einer großen Demo, wo alles eskaliert ist und alle festgenommen wurden und ich dann bei ihm aufgeschlagen bin und ihn um Rat gebeten habe und er mich unterstützt hat bei diesem ganzen Thema, bei der Umsetzung und seitdem waren wir in Kontakt und ich hatte dann die Chance, meine Art so enthüllungsjournalistisch vorzugehen, so ein bisschen zu bereichern und mir von ihm Tipps zu holen und dann kamen wir irgendwann auf die Idee Zalando und das hatte erstmal nichts mit RTL zu tun, weil ich da wirklich auf eigene Faust rein bin, ganz blind, naiv, mal schauen, was so kommt. Und ursprünglich war nur ein Buchkapitel geplant für eben dieses neue Buch von Günter Wallraff. Und er sagte, naja, wenn sich was ergibt, wenn die Missstände so schlimm sind, wie die Mitarbeiter schildern, dann kannst du da drin ein Kapitel veröffentlichen und hat mir dafür ein Stipendium angeboten. Und das habe ich dann gemacht, viel länger als geplant, 3 Monate. Und erst dann kam die Idee, wirklich das dann bei RTL auch zu veröffentlichen, weil ich ja angefangen hatte, mit der Kamera versteckt dort zu filmen. Und ja, das kam dann erst alles nach und nach. Und ich stand, nachdem ich rausgeflogen bin bei Zalando, mit meinen Ergebnissen bei RTL in der Redaktion. Und Knall auf Fall, in 2 Wochen haben wir das ganze Ding dann produziert. Und dass es so eine Welle schlägt, damit habe ich nicht gerechnet. Das ging auch einfach alles wahnsinnig schnell. Und ja, ich war froh, dass ich das so schnell umsetzen konnte mit RTL, weil wir natürlich auch schon die Anwälte am Hals hatten und war natürlich total froh, dass bevor das Buch erschienen ist, schon diese ganzen Missstände raus waren und die Gesellschaft da auch drüber diskutiert und sich für interessiert hat. Es gab die Klage, die abgewiesen wurde. Thorsten, du bist ja nun schon längere Zeit bei RTL. Jetzt bist du auch einer von diesen Undercover-Reportern. Da fragt man sich, also erstmal stellt man sich die Frage, brauchen wir das eigentlich? Brauchen wir Undercover-Journalismus? Haben wir da einen großen Mangel? Und wenn ja, müssen wir den überhaupt füllen? Ja, ich finde auch das, was das Team Wallraff und auch ja andere investigative Formate, Redaktion herausgefunden hat, bestätigt ja schon, dass es da einen Bedarf gibt. Und ich glaube halt, dass es Dinge gibt, die man mit offener journalistischer Recherche einfach nicht so herausfindet, dass man so tief eintauchen kann, dass man ja mit dabei, quasi mit dabei ist und die Perspektive auch des Arbeiters oder des Angestellten jetzt in unserem Fall einnimmt. Ich glaube, dass es notwendig ist, auch in dieser Art und Weise da hinzuschauen, auch investigativ und verdeckt da zu recherchieren, ja. Du hast unter anderem, wie die anderen Reporter genauer hingeschaut, vor kurzem bei den Jobcentern, Arbeitsbedingungen innerhalb des Jobcenters. Da lief gerade vor kurzem ein Film und für alle, die jetzt noch nie Team Wallraff gesehen haben, haben wir einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Wenn ich euch bitten darf, vielleicht ein bisschen zur Seite zu rücken, das freut die Leute in der ersten Reihe besonders. Hier also ein kleiner Ausschnitt aus Team Wallraff. Rechercheergebnisse, die für Gesprächsstoff sorgen werden. Bei Steuerzahlern, Hartz-IV-Empfängern, den Jobcenter-Verantwortlichen. Herr Wallraff. Und hoffentlich auch in der Politik. In 5 Burger King-Restaurants haben wir undercover gearbeitet. Überall galt die gleiche Devise. Sparen ohne Rücksicht auf Konsequenzen. Oh, da ist ein Haar drauf. Oh, Scheiße. Wegschmeißen ist zu teuer, sagt der Chef. Und so geht auch dieser Burger in den Verkauf. Die Hygiene ist so miserabel, dass sich sogar jede Menge Darmbakterien in der Burgerküche nachweisen lassen. Fast 9 Monate war unsere Reporterin undercover in deutschen Altenpflegeheimen unterwegs. Sie geriet in eine Welt, in der menschenwürdiger Umgang mit pflegebedürftigen alten Frauen und Männern kaum noch möglich ist. Diese Menschen verdienen einen würdevollen Lebensabend. Stattdessen vereinsamen sie im tristen Alltag deutscher Heime. Wir haben es gerade gesehen, deswegen ist wahrscheinlich auch der Applaus nicht gerade euphorisch geworden, weil das natürlich Themen sind, die einem immer an die Nieren gehen, die extrem hart sind. Herr Wallraff, glauben Sie, um die Frage nochmal aufzugreifen,
dass man nur mit dieser Art Journalismus sowas aufdecken kann? Nein, nicht nur mit diesen Methoden, aber ich glaube, dass sie sehr wirkungsvoll sind. Und wenn man dann dranbleibt, und das ist auch eine Verpflichtung, die ich sehe, Nachhaltigkeit, das eine ist die Aufdeckung und dann zu versuchen, politische Stellen, soziale Einrichtungen und auch im Einzelfall Hilfestellung zu leisten. Und das passiert. Beispiel jetzt die Arbeitsagenturen und Jobcenter. Ich habe seit ganz unten, meinem größten Erfolg als türkischer Arbeiter, diese 2 Jahre, wie ich mal locht habe, habe ich jetzt seitdem nicht mehr diese nachhaltige Reaktionswelle bekommen. Im Minutentakt kamen Betroffene, denen ganz Schlimmes von diesen Ämtern widerfuhr und die ihre Berichte schickten. Und jetzt muss ich natürlich reagieren. Und seitdem ist meine Hauptarbeit, diesen Einzelfällen nachzugehen und die einzelnen Arbeitsagenturen, Jobcenter damit zu konfrontieren. Und wir waren auch in Nürnberg bei dem zuständigen Herrn Alt und muss sagen, der lässt es nicht an sich abprallen, reagiert auch nicht mit Prozessen, sondern schickt uns jetzt Experten, denen wir die einzelnen Fälle vorlegen. Und in einigen Fällen, in etlichen Fällen haben wir schon für die Menschen positive Reaktionen, das heißt Geldnachzahlungen und welche, die auf der Straße landen, in Obdachlosigkeit landen, weil die Ämter überfordert sind, weil eine Bürokratie da herrscht, die eigentlich in einem Rechtsstaat überhaupt nicht zu verantworten ist. Also das ist, würde ich sagen, genauso wichtig, diese Arbeit. Und das Positive, dass der Sender auch diese Zeit lässt. Am Anfang war das ziemlich hintereinander. Ich habe gesagt, dann mache ich es nicht mehr. Wir brauchen 1-2 Monate Pause dazwischen und vielleicht noch längere Pause. Und ob der jeweilige Termin eingehalten wird, das kann man auch nicht sagen. Ja? Und so gibt es auch Themen, die lassen wir wieder. Wenn wir merken, das wäre eine vordergründige Sensationshascherei, das jetzt in die Öffentlichkeit zu bringen, es ist noch nicht ausgereift und wenn wir 2 Jahre dran sind. Das war die Bedingung. Und zu meiner Verwunderung ist das bei so einem Sender, wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte, plötzlich möglich. Wie lange das noch möglich ist, das wird auch die Quoten werden das auch mit bestimmen. Also wenn das irgendwann mal ja, sich erübt, wenn der Zuschauer ermüdet, dann wird auch so ein Sender vielleicht das nicht mehr zulassen. Aber solange das möglich ist, nutzen wir diesen Freiraum. Dieser Freiraum ist ja wirklich, es ist ja sagenhaft, was Sie da erzählen. 2 Monate nach einer Doku noch einzelne Fälle durchrecherchieren und Leuten im Einzelfall sogar helfen. Wer finanziert das denn? Ich selber habe eine Stiftung, durch meine hohen Auflagen kann ich das mir leisten. Und so ist hier auch Caro zu mir gekommen wie andere, die dann freigestellt werden. Das hat nichts mit RTL zu tun. Und dann habe ich im Büro Workforce gegründet. Da sind 3, die nur solchen Fällen nachgehen. Und nur leider ist es bei mir so, ich verhindere manchmal meine Themen dadurch. Weil ich, für mich ist wichtiger, einem Einzelnen zum Recht zu verhelfen, als eine neue Sendung. Aber es sind Themen, die auf einen zukommen. Wenn Sie jede Woche Dutzende von Fällen bekommen über bestimmte Bereiche der Gesellschaft, dann merken Sie plötzlich, das sind keine Einzelfälle, das sind Strukturen, die man offenlegen muss. Und so wachsen bestimmte Themen und kommen ja, und werden dann langzeitmäßig, beim Moment 4, 5 Themen in Vorbereitung. Ja. Kann sein, dass 2 davon ja, sich sehr lange hinziehen oder eine davon auch sich erübrigt. Aber wann es rauskommt, wann es in die Öffentlichkeit kommt, der Druck des Senders ist nicht da. Das ist das Erstaunliche. Und wahrscheinlich wollen sie auch ihr Image verbessern, ist doch prima. Ne? Und die reinen Verblödungssendungen, die haben langsam so ein bisschen ausgejuckst. Die in allen Sendern, das ist ja nicht ein Problem RTL. Und das öffentliche Rechtliche macht ja oft den Fehler und schielt dann nur noch auf Einschaltquote und macht all das nach, was sich hier so langsam schon erübrigt. Ich bin mal gespannt, wann das Team Wallraff 2 im ZDF läuft. Caro Günther Wallraff hat gerade gesagt, man bewirkt wirklich was, da kommt eine große Welle, man kann in Einzelfällen helfen, vielleicht kann man sogar gelegentlich im großen Ganzen helfen. Du hast aber nach deiner Zalando-Sache auch erzählt, dass es mutmaßlich an den Bedingungen vielleicht zwischendurch was geändert hat, aber das große Ganze kann man mit so einer Reportage zumindest oft gar nicht verbessern. Hattest du schon mal die Situation, wo du gedacht hast, ja, klar, aller Ehren wert, was ich hier mache, aber so richtig bringt das eigentlich was?
Also wir merken, wir sind sehr lange an der Recherche. Wir sind monatelang undercover und haben fast ein Jahr Zeit für ein Thema. Und das ist wirklich schon alles sehr, sehr genau und sehr detailliert. Und vor allem bei Zalando war das natürlich, hatte ich einen sehr, sehr genauen Einblick und ein Gefühl für das Unternehmen. Es ist immer so, dass es eine große Welle gibt und es wird sich wochenlang aufgeregt. Und womit das Unternehmen auch rechnet, und das kriege ich natürlich von meinen ehemaligen Kollegen dort mit, ist, naja, ein paar Wochen regen sich alle drüber auf, Zalando hat nicht so ein gutes Image, vielleicht brechen ein bisschen die Einnahmen ein und dann wächst aber wieder Gras drüber. Und das hat man bei Zalando ganz genauso gemerkt. 3-4 Monate lang haben sich die Dinge ein bisschen verbessert. Die Mitarbeiter haben mir gesagt, wir werden endlich in Ruhe gelassen beim Arbeiten. Wir können in Ruhe unsere Arbeit machen, ohne überwacht zu werden. Und dann so ein paar Monate später, ab letzten August, ging es dann wieder los. Es sind alte Muster wieder losgegangen. Deswegen, ich denke schon, dass man das große Ganze verändern kann. Zalando ist ja auch kein Einzelfall, das ist eine ganze Branche. Zalando orientiert sich an Amazon und Amazon ist jetzt mittlerweile nach 5 Jahren in der Lage, auf die Straße zu gehen und zu streiken. Und 90% des Unternehmens sind, glaube ich, an manchen Standorten organisiert. Und ich hoffe, dass wir Zalando irgendwann auch so weit kriegen, dass die Leute sich dorthin trauen. Das heißt, Nachhaltigkeit ist wirklich das, was überhaupt langfristig was verändert. Weil der große Aufschrei ein paar Wochen danach, das ist nicht alles und da wird sich nicht für immer was ändern. Deswegen bin ich auch da an dem Thema absolut dran. Ich habe viel Kontakt mit den Kollegen nach wie vor und wir werden auch definitiv wieder berichten, weil es einiges zu berichten gibt. Nach einem Jahr und genau wie bei Burger King und auch bei den anderen Themen sind wir weiterhin mit den Mitarbeitern einfach und werden da auf jeden Fall auch wieder in die Öffentlichkeit gehen. Und ich denke, das ist das, was langfristig was verändert. Also dranbleiben, ja. Nachhaltiges Recherchieren ja. Weiterhin. Nun ist ja der Job eines Undercover-Reporters, man sieht das dann so im Fernsehen, da war halt mal jemand, da hört man 9 Monate, war er im Altenheim oder im Jobcenter oder bei Zalando. Das ist ja schon eine wahnsinnige Umstellung. Jetzt stelle ich mir vor, für dich mit Anfang 20 ist es vielleicht ein Ticken einfacher als für zum Beispiel Thorsten, der 3 Jahre älter ist. Ja, aber ganz ehrlich, wie macht man das denn, also ganz praktisch im Privatleben? Schatz, ich bin jetzt mal 9 Monate weg. Ja, wo darf ich nicht sagen? Also in der Familie bin ich da schon offen und sage, an welchen Themen ich da arbeite, so geheimniskrämerisch. Ich gehe aufs nicht. Amt für 9 Monate, ja? Ich gehe aufs Amt jetzt, genau. Nee, in der Tat sind wir recherchieren zwar 9 Monate, aber wir sind ja nicht 9 Monate undercover. Da geht ja los, dass wir uns so ein Thema suchen. Dann nähern wir uns ein bisschen eher mit der klassischen journalistischen Recherche. Ist das ein Thema für uns? Sprechen schon mit den Informanten, die sich gemeldet haben. Wo sind da Punkte, die man möglicherweise aufdecken könnte? Wo sind Orte, wo man jetzt hingeht? Also am Beispiel der Jobcenter. Und dann bewirbt man sich. Und die eigentliche Undercover-Phase, die ist am Ende vielleicht dann 2 Monate. Und dann macht man wieder die Nachbereitung. Also das reine Undercover ist, würde ich jetzt mal sagen, so 2 Monate in so einem Zeitraum. Und da muss man sich dann schon, zumindest wenn man da zur Arbeit erscheint, konzentrieren, dass man nicht auf einmal den falschen Namen sagt und alle in Schockstarre verfallen oder einen komisch angucken. Aber ich hatte solche Situationen nicht. Ich bin da bis jetzt ganz gut durchgekommen. Aber das ist schon eine Anspannung, vor allen Dingen so die ersten Tage, bis man so dieses Gefühl hat, man ist da vielleicht auch angekommen und man wird da akzeptiert und wird nicht sonderlich komisch beäugt. Aber bis zu dem Moment ist es auf jeden Fall so eine Anspannung. Du bist ja dann auch in so einer Situation, dass du bist ja auf der einen Seite Detektiv, willst was aufklären, hast vorrecherchiert, weißt, es gibt Missstände wahrscheinlich, jetzt musst du dir aber auch finden, mit welchem Druck läuft man dann in so ein Jobcenter zum Beispiel rein. Du bist ja jeden Morgen zur Arbeit gegangen, wenn ich das richtig verstehe, und musstest irgendwie Beweise dafür finden, für deine Theorie. Ja, so gehe ich jetzt gar nicht ran. Ich gehe da rein. Also wir hatten uns bei einigen Jobcentern beworben und haben dann einfach so den Dienst angefangen. Und ich lasse das immer so die ersten Tage erstmal so auf mich wirken. Wie ist das? Was erzählen die Leute? Und man kriegt relativ schnell ein Gefühl, so war das bei mir, weiß nicht, irgendwie Caro kann das sicherlich auch bestätigen. Dann kriegt man so ein Gefühl, über was sprechen die Mitarbeiter da? Sagen die, hier ist das Paradies und hier ist alles wunderbar, dann würden wir jetzt vielleicht nicht allzu lang uns da aufhalten. Wenn man aber so merkt, die Kollegen dort treibt was um, so war es in vielen Jobcentern auch, die treibt die Personalnot um, die treibt um, dass Anträge da Ewigkeiten nicht bearbeitet werden und so weiter.
dann guckt man sich das schon genauer an. Aber man geht jetzt nicht so rein, dass man jetzt sucht und sagt, okay, das will ich jetzt finden, sondern da kriegt man schon relativ schnell ein Gefühl für, was die Mitarbeiter bewegt. Und haben die auch so das Bedürfnis, darüber zu sprechen? Und sind die vielleicht so froh, dass da auch mal jemand ist, der dazuhört, der diese Punkte erfasst? Also bei einem Jobset, habe ich bestimmt den Satz gehört, das hier müsste mal die Frau Nahles sehen, was sich hier abspielt. Und dann merkt man ja schon, es ist ein Druck da, der Mitarbeiter, und dann lohnt es sich natürlich auch ein Stück weit genauer hinzuschauen. Und wenn einer dann, Entschuldigung, Sie kommen gleich dran, wenn einer dann merkt, da hört mir endlich mal jemand zu, ist das nicht auffällig? Weil offenbar passiert das ja nicht oft. Ja, vielleicht war es für die auffällig. Also wir haben jetzt irgendwie ja noch nicht irgendwie so die am Ende jetzt nochmal da gesprochen. Vielleicht war es für die auffällig, aber es war zumindest nicht so auffällig, dass sie gesagt haben, sind sie eigentlich, warum fragen sie denn hier so genau nach? So war es jetzt nicht. Vom Team Ball, der war. Ist bestimmt vom Fernsehen. Mhm. Nee, so war es nicht. Ich meine, gerade Thorsten ist ja ein positives Beispiel. Er ist das Gegenteil eines Sensationsreporters. Er hat durch seine Sachlichkeit und Zugehörigkeit, ja, hat er nicht nur Vertrauen gewonnen, sondern auch Glaubwürdigkeit. Und das Tolle, was du geleistet hast, das ist eigentlich nichts Selbstverständliches. Das habe ich ganz selten erlebt, auch früheren Sachen, so gut wie nie. Du hast das geschafft. Nachher haben die betroffenen Mitarbeiter der Jobcenter, nicht nur da, wo er gearbeitet hat, bundesweit, haben sich dieser Kritik angeschlossen. So ist die Situation entstanden, dass 800, ja, Bittsteller, muss man schon sagen, nicht, die da gedemütigt werden, sich gemeldet haben und ihre Berichte geschickt haben, aber auch über 100 von Angestellten, oft langjährigen Angestellten aus den Arbeitsagenturen Jobcenter, und haben sich voll hinter diese Kritik gestellt. Das ist eigentlich ein Erfolg. Und die zuständige Gewerkschaft, die Personalratsvertretungen, haben in einem offenen Brief auf unsere Reportage hin reagiert und sogar der Beamtenbund, dass die beide gleichzeitig sich voll hinter diese Kritik stellen, das ist schon was. Und damit werden wir auch, so hoffe ich, einige Änderungen mit einleiten. Aber die Politik mauert noch. Die Arbeitsministerin versucht durch Schweigen das Ganze auszusitzen, weil sie früher selber gegen diese Agenda 2010 war, und heute muss sie es rechtfertigen. Also sie will da nicht sich öffentlich auch noch als Heuchlerin hinstellen. Vielleicht muss man sie sogar verstehen. Ja, bitte. Also ich habe bei Zalando gehört, so gegen Ende in den letzten Wochen, hier müsste mal der Wallraff reinkommen und ich könnte hier ein Buch drüber schreiben, das könnte ich dem Wallraff anbieten, und einmal noch, das ZDF sollte hier drin mal versteckt drehen. Da habe ich irgendwann gedacht, haben die jetzt irgendwie was geahnt oder so, aber das ist ja so der offene Umgang miteinander, der dann irgendwann entsteht. Und ich glaube, wenn es Missstände in einem Unternehmen gibt, gibt es so zwei Fälle. Der eine Fall, man kommt rein als Praktikant oder als junge, neue Arbeiterin, die keine Ahnung hat und der man erstmal nicht vertraut. Und die Leute sind aber so unzufrieden mit ihrer Arbeit und so frustriert, dass sie sofort vom ersten Tag an loslassen. Warte mal ab, du wirst noch sehen, was hier passiert, und glaubst du gar nicht, was wir hier für Zustände haben. Und die so dermaßen offen sind, obwohl sie ja noch gar kein Vertrauen haben können zu dem neuen Mitarbeiter. Dann weiß man schon, okay, es ist schon sehr heftig, wenn die noch nicht mal versuchen, irgendwie erstmal zu schauen, wie man drauf ist, sondern so eine Wut haben, dass sie das einfach rauslassen. Und der andere Fall ist, so wie ich es auch bei Zalando erlebt habe, da hat natürlich so ein Klima von Angst geherrscht und man hat noch nicht mal untereinander den Mitarbeitern vertraut, dass ich in den ersten Wochen, naja, noch nicht so Dramatisches mitbekommen habe und die Mitarbeiter erstmal vorsichtig waren mir gegenüber. Und erst so mit der Zeit, als man dann auch Freundschaft geschlossen hat und die einen kennengelernt haben, dann ging das so richtig los. Dann war man so in dem Kreis drin und dann hat man alles mitbekommen von der Unzufriedenheit. Aber ich würde sagen, es gibt eben diese zwei Fälle. Und erstmal ist man einfach ein paar Tage da und guckt mal so, wie ist die Stimmung, und entscheidet dann. Und wenn man zuhört und erstmal neugierig ist, kann man das auch immer darauf schieben, dass man halt jetzt ganz neu hier drin ist und ja auch nicht unhöflich sein müsste. Man muss halt immer eine gute Möglichkeit finden, damit umzugehen. Aber wir halten uns am Anfang immer sehr zurück, bevor wir da so offen mit den Menschen umgehen können auch. Jetzt ist nun RTL ein Privatsender, und ein Privatsender muss am Ende des Tages auch Geld verdienen. Und das ist auch absolut legitim, im Gegensatz zu den Öffentlich-Rechtlichen. Wenn Sie Zalando, Burger King, welche Unternehmen auch immer ankreiden, was sagt dann RTL dann, die Leute leider heute nicht da sein können wegen der aktuellen Folge am Montag, was sagt denn RTL dann zum Thema Werbeetat zum Beispiel? Ja, das hat mich selbst natürlich am meisten interessiert, nicht?
Wenn da Rücksichten genommen würden, wäre für mich natürlich die Mitarbeit beendet. Und von daher muss ich dem Sender wieder leider mal ein Kompliment machen. Leider. Tut mir leid. Das ist zwar RTL, aber... Nein, bei Burger King wurde ja versucht zu intervenieren, bereits vor der Sendung. Ja. Da sind die Bosse der Werbeindustrie, die sind da vorgeprescht. Und das ist abgeprallt. Ja. Die haben auch tatsächlich einen Werbeetat erstmal eingebüßt. Ne. Da hat Burger King storniert. Das haben sie in Kauf genommen und das ist auch bei weiteren Themen so. Ich meine, ganz ohne, da sind natürlich, irgendwann müssen die wieder werben, sie können auf den Sender nicht verzichten, aber das waren erstmal Millionen Einbußen, ne, an Werbeetat. Finde ich, das gehört dazu und ohne das wäre dieses Format nicht glaubwürdig. Ne? Aller Ehren wert. Haben Sie eine Frage an das Team Wallraff? Wir haben ja noch weitere Produktionen, die wir vorstellen wollen, aber wenn Sie spontan eine Frage haben, dürfen Sie sie gerne stellen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, wie Sie wollen. Ja? Nee? Nein. Keine Fragen mehr. Sie haben quasi alle Fragen schon beantwortet. War da doch eine? Nee, da haben Sie sich verguckt. Nö. ja, in diesem Sinne sage ich viel Erfolg für die montägliche Sendung. Wir dürfen noch nicht drüber reden, was kommt, habe ich mir sagen lassen. Dann würden wir unter Umständen eine Einzelverfügung oder eine Unterlassung riskieren. Es ist sehr prozessgefährdet, aber da sind sehr gute Anwälte, auch mutige Anwälte, die das absichern. Und ja, es wird sicher einiges auslösen. Und nur wir müssen aufpassen. Wir dürfen uns nicht in den Zwang versetzen, dass jede Sendung ein Riesenknaller wird und die frühere Sendung wieder mal übertrifft. Das muss nicht sein. Es kann auch leisere Themen geben, ja, die vielleicht nicht diese hohe Quote haben, wünsche ich mir übrigens, ne, dass wir nicht an unseren Quoten nur gemessen werden, obwohl wir zwischen 3,8 und 4,5 Millionen haben, aber die Quote ist nicht, entscheidet nicht über die Wichtigkeit und Richtigkeit. Und eine Sendung mit 1 Million kann unter Umständen mehr bewirken. Das wollte ich noch sagen. Und das stimmt. Ich weiß sehr genau, wovon Sie sprechen. Ich moderiere nämlich Aspekte im ZDF. Von daher, die Quote ist tatsächlich nicht alles am Ende. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an das Team Wallraff, an Thorsten, Caro und Günther Wallraff. Schön, dass Sie hier waren. Für uns ist Quote auch nicht so wichtig. Wir haben so ungefähr 1 Million, aber konstant dann auch. Jetzt haben wir eine weitere Produktion, die ja, sagen wir mal, im Millionenbereich noch nicht mitspielt. Es geht, also jedenfalls, wenn man den Zahlen im Netz glauben darf, eher um Tausender und nicht um mehrere Millionen. Seit 2 Wochen ist das Ganze auf MyVideo zu sehen, übrigens kostenlos. Und wir haben jetzt das Team dieser wirklich sehr, sehr interessanten Serie von allen Belangen eigentlich heraus hier. Den Produzenten Taj Romi, den Chef von MyVideo, Manuel Ulic, Schauspielerin Bettina Zimmermann und Co-Autor, Regisseur und Hauptdarsteller, quasi the brain hinter the ganzen, Kai Wiesinger. Herzlich willkommen. Tachchen, hi, servus, hallo, 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 hi. Kai Wiesinger, ich habe gerade The Brain gesagt, das darf man so sagen, ne? Würdest du wahrscheinlich selber nie so sagen, aber... Nö, aber ist ja nicht unzutreffend. Ja, finde ich auch. In der ersten Folge unterhalten sich 3 Mit-40erinnen über MILFs, über GILFs, über Snapchat und ein Ehemann, Tom, philosophiert etwas ungeschickt darüber, wie verbraucht eigentlich schlapprige Frauenkörper so sind. Erste Frage, warum brauchen wir eine solche Serie über Mit-40er, die sich ungeschickt durch die Welt lavieren? Naja, das war jetzt keine sehr exemplarische Szene für das Ganze, sondern es geht in der Serie Der Lack ist ab, nicht jetzt nur um Tom und um Hannah, sondern es geht um die Generation über 40 und daher ist diese Idee entsprungen. Natürlich ist das, was du jetzt gerade angekündigt hast, auch ein Teil dieser Serie, aber Grundkonzept ist, was passiert in dem Alter über 40, was passiert mit meinem Geist, mit meinem Körper, mit mir in meiner Beziehung als Mensch, was strömt auf mich ein, wovon ich mit 20 noch nichts gewusst habe, nicht geahnt habe, wie sich das Leben verändert und mit 40 ist es unausweichlich jeden Tag da. Also der Lack ist ab
Und was passiert in meinem Leben dann? Ist das zu Ende oder lebe ich das Leben, was ich leben wollte? Das sind die Themen. Also es gibt natürlich auch ein bisschen simplere Geschichten, wie dass ich plötzlich mir Gedanken machen muss, muss ich mir die Haare färben oder brauche ich das nicht oder wie geht das Bauchfett weg in dem Alter. Aber es geht eigentlich, ist es Unterhaltung für Menschen, die schon ein bisschen was erlebt haben und eben dem im Netz dem etwas entgegenzusetzen, was sich in erster Linie an ganz junge Zuschauer richtet. Das ist ja tatsächlich eine Überraschung auch für viele gewesen. Auf MyVideo, Manuel, kann man diese Serie jetzt sehen und man sagt immer, im Netz holt man die jungen Leute ab, die gucken ja eh nur noch YouTube und auf einmal gibt es eine Serie über Mit-40er. Wie konntest du dich dazu entschließen zu sagen, yay, super Idee? Na, wir haben im letzten Sommer angefangen, uns darüber zu unterhalten und eigentlich gemeinsam festgestellt, wenn man so sich die YouTube-Videos oder auch die User-Generated-Content-Videos auf MyVideo anschaut, dann sind die sehr, sehr jung. Und selbst für jemanden wie mich, der seit eigentlich 15, 20 Jahren in dieser Welt unterwegs ist und im Grunde alles kennt, alles gesehen hat, erschließt sich der Humor von den Webstars nicht mehr. Ja? Also ich habe es versucht. Ich finde die auch gut. Da sind auch echt alles coole Jungs und Mädels. Aber ich kann darüber nicht lachen. Ne? Also so, ich finde es halt... Ist okay, aber irgendwann setzt aus bei mir. Ja? Also ich verstehe es nicht. Und ich komme aus einer Generation, glaube ich, wie viele andere auch, die letztendlich irgendwie mit Fernsehserien, mit Filmen groß geworden sind, auch die diese Unterhaltung irgendwie lieben und auch danach suchen. Und wenn man sich anguckt, welche Angebote on demand funktionieren, dann sind das halt einfach auch die großen Serien. Ja? Ob das jetzt bei Netflix, bei Maxdome oder bei Amazon oder wo auch immer sind. Oder auch bei MyVideo. Wir haben ja schon sehr viele TV-Serien im Angebot und wir haben gesagt, okay, lass uns was Neues probieren und die Zielgruppe bedienen, die im Augenblick am stärksten wächst im Netz. Und das sind tatsächlich, wenn man sich Facebook anguckt oder auch Twitter oder auch YouTube, die am stärksten wachsende Zielgruppe sind die über 30-Jährigen. So, und genau für die haben wir was entwickelt und ja, wir haben gesagt, wir gehen da ins Risiko und haben da Bock drauf und wir sind Stand heute sehr, sehr zufrieden. Wird auch noch mehr kommen. Wir werden auch gleich nochmal darüber reden, wie das am Anfang so ist, wenn man so eine Idee hat und sie umsetzen will über Jahre hinweg und keine Anlaufstelle findet. Bettina, vorher nochmal die Frage. Also du stehst ja vor diversen Millionen Publika in diversen Fernsehfilmen, Kinofilmen. Immer, also gucken so viele Leute zu und auf einmal gibt's dann kommt der Kai um die Ecke und sagt, wir machen eine Webserie, wenn wir ein paar tausend Klicks haben, wird super. Warum hast du ja gesagt? Naja, erstmal, weil man, weil ich die Idee einfach super finde, weil es Themen behandelt, die uns wirklich tagtäglich beschäftigen oder beziehungsweise ja, jeder, der über Mitte 30 ist, sage ich mal, wird halt mit neuen Themen konfrontiert, was den Alltag anbelangt. Und ich fand die Idee einfach klasse. Und und als Künstler selber, als Schauspieler, bietet diese Serie einfach eine unheimliche Freiheit. Wir sind nicht an einen Sender gebunden, der sagt, die Serie passt nicht auf unseren Dienstagabend, dafür müsstet ihr ein bisschen mehr Crime drin haben oder so. Sie passt auch nicht auf den Donnerstag, weil eure Wände sind grau, wir brauchen da was Gelbes. Also so absurd sind ja manchmal die Entscheidungen in Sendern, bei den Sendern. Und hier war einfach diese künstlerische Freiheit, die jetzt Kai natürlich und Touch beim Schreiben auch wahnsinnig viele Möglichkeiten gegeben hat, gibt uns als Schauspielern auch ganz andere Möglichkeiten. Wir konnten da viel mehr direkt umsetzen. Das merkt man auch gleich, wenn man sich die Serie anguckt. Oder das ist das Feedback, was wir bekommen, dass alle sagen, Mensch, die ist so ehrlich. Das ist einfach gerade raus. Die ist einfach ehrlich und man hat das Gefühl, man kann bei euch mit in der Runde mitsitzen. Man sitzt bei euch mit im Wohnzimmer und ist Teil dieser Runde, dieser Serie. Ob das wirklich stimmt, das können Sie jetzt gleich selber sich davon überzeugen. Wir sehen nämlich einen kurzen Ausschnitt. Auch hier bitte die Bitte, noch mal kurz die Bühne vielleicht zur Seite zu verlassen, dass die vorderen Leute was sehen. Der Lack ist ab. Er ist topfit. Diese Restrolle, die geht einfach nicht weg, egal was ich mache. Und das war früher anders. Sie ist total entspannt. Wer war hier böse? Und ihre Ehe taufrisch. Schwanger. Ich dachte, das geht bei dir gar nicht mehr. Schön wär's. Kai Wiesinger, Bettina Zimmermann. Der Lack ist ab. Die erste Online-Sitcom von MyVideo. Wow. Star besetzt und direkt aus dem Leben. Ihr Sohn ist Dealer. Ihr seid so peinlich. Bin aber gespannt, wie du es geheim halten willst, wenn du wirklich schwanger bist.
erleben Sie das Glück einer Ehe. Baby macht den Test. Oh Gott. Fuck, unsere Ellie ist schwanger. Anderthalb Dioptrien. Was passiert das 40-Jährige? Und den Kampf mit dem Alter. Ist es doch nun mal so, dass wir alle älter werden und auch bei dir schlabbern's beim Sex. Für dich bedeutet sexy einfach nur Vögel. Wie primitiv. Ich färb mir durch die Haare. Wer bin ich, Jogi Löw? Playmobil-Mann-Effekt. Der Lack ist ab. Das ist wie Harry Potter. Für die ganze Familie. Aber das ist doch niedlich. Das musst du liken. Ja, gefällt mir. Jetzt exklusiv auf MyVideo und in deiner MyVideo-App. Ja, man kriegt schon einen Eindruck davon. Touch, wir haben es schon gehört, man hat so viel Freiheit. Was konntest du denn in diese Serie reinschreiben, was du in eine Fernsehserie, eine klassische Fernsehserie nicht reinschreiben konntest? Eigentlich war das eher so, dass ich als Autor angefragt worden bin und aber Kai eigentlich eine ganz klare Vision schon hatte. Und dann haben wir ein kleines Team von Autoren zusammengestellt und im Grunde die Geschichten entwickelt, Kai sie angeboten und er hat ganz klar einfach darin arbeiten können. Und für uns war einfach klar, auch als Produktionsfirma, wenn wir dieses Ding gemeinsam machen, wir folgen einer Vision. Und das finde ich einen sehr, sehr richtigen Ansatz, dass man diesem Showrunner-Prinzip, das in Amerika gemacht wird, auch sehr erfolgreich, dass man keine Angst davor hat, zu sagen, okay, du schreibst die Bücher, du entwickelst die Geschichten, du führst Regie, du produzierst. All diese Sachen fand ich von Anfang an dieser ganzen Idee sehr spannend und darum ging es mir in erster Linie. Jetzt gibt es ja beim Fernsehen viele Produzenten, / Autoren bemängeln, dass öffentlich-rechtliche Fernsehredakteure immer so viele Wandfarben mitbestimmen wollen oder noch ein bisschen mehr Crime am Dienstag oder am Freitag muss in der dritten Minute der Schuss fallen oder so. Kai, ist das wirklich so? Bringt das die totale Entspannung, wenn man das quasi selber machen kann? Und hat dir keiner reingeredet? Ja. Das kann ja auch hilfreich sein als Korrektiv. Ja, nein, also es ist erstens wirklich so, alles, was du gesagt hast, stimmt. Zweitens, das Entscheidende ist ja nicht dabei, dass jetzt einer da ist, der alles besser weiß, sondern es gibt eine Vision. Und ich hatte einfach zuerst Manuel, dann Touch und daraus entstand ein verhältnismäßig kleines, aber für mich riesiges Team, was wahnsinnig uneitel einer Idee gefolgt ist. Und natürlich gibt es immer Leute, die was besser können und etwas besser wissen und ich super dankbar für jeden Vorschlag und jeden kreativen Input bin. Es ist einfach, geht ja nur darum, dass man eben nicht die Sachen verwässert, weil man überall links und rechts guckt, wo kann ich noch wen mit bedienen, wo kriege ich noch welche Gruppe, wo mache ich noch was für die und noch was für die und dann wird es alles ein bisschen europäisch und dann ist es hinterher gar nichts mehr. Sondern ich glaube, der Schlüssel zu dem Erfolg, den wir jetzt, ich habe noch nie so viel Reaktionen als Schauspieler in meinem ganzen Leben bekommen von Menschen, die mir E-Mails schreiben, weil sie die Serie gesehen haben. Noch keine Rolle oder sowas hat das jemals mit sich gebracht. Obwohl ich schon das große Glück hatte, bei tollen Filmen dabei zu sein. Aber dass das so wahnsinnig authentisch ist. Diese Ausschnitte hier sind natürlich immer ein bisschen reißerisch. Das gibt nicht wirklich die Serie wieder, finde ich, sondern da nimmt man natürlich in der ganzen Serie, kommt, weiß ich nicht, fünfmal das Wort Sex vor. Das ist alles in dem Trailer natürlich dann immer gleich mit drin. Sondern die Serie sind eigentlich 10 Minuten Text. Die Leute reden ununterbrochen und es wird so gesprochen, wie wir zu Hause reden. Und das ist das, was ich an Post eben kriege. Das ist das Einzigartige, dass es wirklich klingt, wie es klingt, wenn Menschen sich unterhalten. Und das ist der große Spaß an der Sache gewesen und dass man eben dieses Team, diese Menschen um sich rum hat, die das alle unterstützt haben, das war ich ja nicht alleine. Am Ende des Tages will MyVideo auch Geld verdienen, Manuel. Jetzt ist es natürlich total interessant zu sehen, wie Kai Wiesinger zu Hause spricht und das mal gut gemacht auf der Leinwand auch zu sehen. Aber am Ende wollt ihr auch Geld verdienen, also es ist ein Wagnis. Verdient ihr damit Geld? Ja, also ja, wir verdienen damit Geld. Also wir haben natürlich zum einen gesagt, okay, wir gehen dieses Risiko bewusst ein, weil wir Lust drauf hatten, weil wir die Idee spannend finden und fanden und das auch weitermachen wollen. Und für uns ist es letztendlich der Nukleus gewesen, aus dem wir gerade ganz frisch heraus eine neue Firma gegründet haben, in der wir künftig nur solche Sachen machen werden.
Und um auf die Frage einzugehen, wir sind, finde ich, eigentlich ganz schlau vorgegangen. Bevor wir angefangen haben zu produzieren, haben wir einen kleinen Teaser gedreht, der so ein bisschen die Atmosphäre von dem Format wiedergeben sollte. Und ich bin dann gemeinsam mit unserem Vermarkter 7-1 Media losmarschiert zu ein paar ausgewählten Kunden. Werbekunden haben das vorgestellt und das Feedback war gigantisch. Wir haben heute zwei Sponsoren drauf, Opel und Vodafone, die uns da massiv unterstützen. Und da wird auch noch mehr passieren in der Richtung ab der kommenden Woche. Und wir sind alle, glaube ich, soweit hoch zufrieden. Und da wird auch auf jeden Fall noch einiges zu sehen sein. Und aber trotzdem nochmal die Frage, es ist, sagen wir mal, eine überschaubare Klickzahl momentan. Also es sind schon ein paar Zehntausende, aber es ist, sagen wir mal, überschaubar. Es ist nicht der Riesenrenner, der durchs Netz fegt. Mhm. Spielt das dann gar keine Rolle mehr, weil die Sponsoren doch, eh zahlen? Doch, natürlich. Also man muss es auch vielleicht ein bisschen differenziert betrachten. MyVideo ist jetzt aus der Perspektive heraus ein Distributionskanal. Wir werden das Format aber über verschiedene Plattformen auswerten. Wir werden ab 15. Mai alle Episoden auch auf YouTube live stellen und darüber nochmal mehr Reichweite generieren. Ja, also unser Ziel ist letztendlich, das Format groß zu machen, die Serie groß zu machen, und das wird auch passieren, da bin ich felsenfest überzeugt. Ich habe, Touch, um dich nochmal anzusprechen, einen Kommentar gelesen auf der MeinVideo-Webseite, war der erste Kommentar, egal wie der hieß, super gemacht, schade nur, dass es so wenig Reichweite hat. Ein TV-Format auf kürzeres Episodenformat, nämlich 10 Minuten schneiden, online stellen und glauben, dass die Leute automatisch kommen, das funktioniert nicht. Daher hat man ja Online-Marketing. Wieso wird dieses Potenzial nicht genutzt, Herr Produzent? Ich glaube, über diese Themen wolltest eigentlich eher du sprechen, oder? Ja, ist schnell beantwortet. Also erstens, natürlich ist es optimiert und wir machen dafür Marketing. Also man muss jetzt auch nicht so tun, dass eine einzelne Meinung sozusagen die Weisheit hat. Wir machen dafür sehr, sehr viel. Das brauche jetzt, glaube ich, hier keinem im Detail zu erklären. Das ist alles SEO-optimiert. Wir sind auch auffindbar. Wenn man sich alleine quasi unsere PR-Arbeit anguckt, die im Ergebnis gigantisch ist, natürlich auch durch Kai und Bettina massiv getragen, dann haben wir da schon relativ viel unternommen. Und es ist für uns auch nicht so, dass wir sagen, krass, jetzt am ersten Tag die Zahlen, am zweiten Tag die Zahlen, oh, wir müssen irgendwie aufhören, wir können nicht weitermachen, sondern ganz im Gegenteil, wir haben ein langes Durchhaltevermögen und wir sehen das auch langfristig, und der Durchbruch wird dann kommen, wenn wir, glaube ich, auf allen Plattformen verfügbar sind. Ist schlichtweg so. Und wir ignorieren ja auch nicht, dass es einen riesigen Player gibt, der den Markt dominiert, das ist YouTube. Und wir nehmen den zur Kenntnis und werden auch mit YouTube zusammenarbeiten an der Stelle und dann ab 15. Mai, wie gesagt, alles auf YouTube auch auswerten, und dann wird das sehr erfolgreich werden, sehr sicher. Bettina, du hast gerade gesagt, du freust dich so sehr, dass du Sachen spielen kannst, ohne in deiner Freiheit auch als Künstlerin so sehr eingeschränkt zu sein, wie es manchmal bei anderen Produktionen der Fall ist. Ist das nun das erste Beispiel dieser Art, und jetzt folgen ganz viele und du wirst nur noch in Webserien spielen und dich da ausleben? Nein, natürlich bleibt man dem Fernsehen oder dem Film noch treu, also das auf jeden Fall. Nur man merkt einfach, dass die Drehbücher halt einfach freier sind. Es gibt nicht so absurde Dialoge, wo man denkt, ach, so redet doch kein Mensch. Das ist halt so eine Fernsehwelt, die immer aufgebaut wird. Und natürlich gibt es auch tolle Filme, und das mache ich auch weiterhin. Aber ich bin jetzt mit der Webserie, was Kai und Touch und alle auf die Beine gestellt haben, bin ich wirklich sehr, sehr happy. Und das ist halt eine schöne, feine, andere Art zu arbeiten. Und Kai, war das jetzt am Ende einfach? Das sieht am Ende tatsächlich einfach an. Ich habe mir ein paar Folgen angeschaut, angeschaut. Sieht tatsächlich relativ locker aus. Du sagst, so sprechen wir zu Hause. Ihr versteht euch alle super. Das mit der Finanzierung, das läuft alles. Klingt alles easy. Naja, ich habe jetzt seit 3 Tagen frei und habe 5 Monate Tag und Nacht gearbeitet. Wie viele andere auch. Nein, natürlich ist es, also was heißt auch schon einfach? Ich bin einfach in dieser Arbeit wahnsinnig glücklich, so glücklich, wie ich seit ganz langer Zeit bei keiner Arbeit war. Dass man
so konzentriert mit so vielen Menschen so enthusiastisch auf ein Ziel hinarbeitet. Und das hat einfach uns alle, glaube ich, wahnsinnig glücklich gemacht. Und dann ist vieles einfach, wo man sagt, naja, wenn mir das Buch nicht gefallen würde oder mein Partner nicht oder was weiß ich, dann hat man es doof. Wir hatten es einfach schön miteinander. Und ich glaube, das war auch für viele im Team so das Tolle, dass die wahnsinnige Freude und Spaß an der Sache hatten. Die sonst auch Riesenfilme drehen, die gesagt haben, nee, wir finden das Projekt so gut, wir sind dabei, wir sagen, unsere Kamerafrau dreht nur internationale Filme, die hält sich gerade frei für die nächste Staffel und sagt, nee, der Zeitraum ist völlig wurscht, da will ich das drehen. Und das ist das, glaube ich, dass man einfach aus Freude Sachen macht, ist sehr, sehr schön. Was sollte deiner Meinung nach... Da klatscht Merit Becker. Wir kennen uns schon so lange, das musste sie wahrscheinlich. So ein schlechtes Gewissen, oder was? Nein, das war schon. Ich wollte nur sagen, dass Dinge aus Freude zu tun, finde ich halt wirklich das Wichtigste. Und ich finde es toll, dass du das gerade gesagt hast. So, ja. Danke dir. Dank. Sehr gerne. Gleich mehr noch von Merit Becker dazu, auch zu diesem Thema wahrscheinlich. Was können Fernsehsender lernen aus dieser Produktion? Habt ihr noch nicht? Also ich weiß nicht, das wäre jetzt auch übertrieben, ich würde mich jetzt nicht aufschwingen, irgendeinem Fernsehsender zu sagen, ob er was lernen kann, sondern ich kann nur für mich, also muss jeder für sich sagen, aber mir macht es einfach Spaß, so arbeiten zu können, dass ich nicht, ich hatte früher eine kleine winzige Filmproduktion und dann haben wir Bücher entwickelt und wo auch immer man hinging, dann hieß es, nein, ich mache nur mittwochs, dafür ist das nichts. Da müssen Sie mal mit dem und dem sprechen, der macht den Donnerstag, so was Bettina vorhin schon sagte. Und ich habe nie so gedacht, ich dachte immer, man dreht gute Filme, oder man entwickelt ein Buch, weil man es gut findet und nicht, weil man einen Sendeplatz hat. Und das ist, glaube ich, das, was das Neue ist, dass der Content-König wird und nicht mehr ein Sendeplatz. Es gibt ja Filme, die funktionieren auf einem bestimmten Sendeplatz nie. Es gibt Sender, das wissen wir alle, die haben Plätze, die sind tot. Da kann man einen Tierfilm laufen lassen oder einen Thriller, es wird keiner gucken. Und im Netz, glaube ich, hat man die Chance zu sagen, ich glaube an etwas, ich finde das gut, ich mache das. Und das, also ich glaube, was man lernen kann, wir alle, ist Mut. Mut und Glauben an das, was man wirklich erzählen möchte und nicht links und rechts schielen. Nun ist es ja Touch, aber nicht so, dass die Fernsehsender nicht gerne auch was machen würden, was erfolgreich ist und vielleicht auch was qualitativ hochwertig ist, was ja durchaus auch passiert, nebenbei gesagt, aber zu selten. Jetzt sagst du gerade, auf manchen Senderplätzen, der ist tot, da kann man senden, was man will. Ist das ein Systemfehler? Woran liegt das? Also wie kommt man aus dieser Misere raus? Müssen jetzt alle mutigen Leute ins Netz ausweichen, weil donnerstags der falsche Sendeplatz ist? Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, das Fernsehen macht auch tatsächlich noch einige sehr gute Sachen. Nur in dieser Serie hatten wir eben die Möglichkeit, ganz anders zu arbeiten. Bei einem Fernsehsender müssen sehr, sehr viele Leute mitreden, mitentscheiden. Es muss viele, viele Instanzen durchlaufen. Eine Idee, bis sie irgendwann mal vielleicht ins Fernsehen kommt oder ein Autor irgendwann die Idee hatte und bis es dann nach 2 Jahren normalerweise abgesagt wird, das ist hier eben nicht passiert. Hier hatten wir sehr, sehr kurze Arbeitswege und wir waren ständig im Kontakt. Eine Idee wurde ganz schnell geboren, sie wurde diskutiert und wir haben nicht das durch etliche Gremien durchgeschickt oder sonst etwas. Und zwar einfach dem Vertrauten gesagt, okay, diese Ideen haben wir, mit denen können wir umgehen und wie können wir sie noch verbessern, waren in ständigem Kontakt, monatelang im Grunde genommen, man kann fast sagen manchmal 24 Stunden, aber weil wir eben alle so viel Spaß hatten und das ist etwas, was ich glaube oftmals bei Fernsehsendern eventuell manchmal verloren geht. Ich habe mit fantastischen Fernsehredakteuren gearbeitet, also ich kenne einige, da würde ich sagen, wow, also und dann habe ich mit Menschen zusammengearbeitet, wo ich mir dachte, ja warum sitzen die da? Haben die denn überhaupt gar keine Liebe für dieses Projekt? Und hier hatte jeder Liebe für dieses Projekt. Das war mein Partner Rob, der auch hier irgendwo im Haus ist, mit unserer Firma, oder Annunziata bei meinem Video. Fantastisches Team. Und da hat man einfach die Ärmel hochgekrempelt. Irgendetwas musste gelöst werden, jemand wusste, wie es besser geht, jemand konnte nicht weiter, dann ist der andere eingesprungen. Das war das, was auch das Team gespürt hat und jeder wollte dabei sein und sie waren nochmal dabei und werden es wieder sein. Manuel? Wir haben das
also wir haben eigentlich die ganze Produktion eigentlich so im Grunde gehandelt wie so ein Startup. Also wir waren extrem agil und wirklich schnell. Hört sich jetzt so irgendwie so abgedroschen und blöd an. Aber das, was Touch beschrieben hat und auch was Kai und Bettina gesagt haben, das stimmt einfach. Es ging so bang, bang, bang. Idee, Entscheidung, los geht's. Ja, also und diese, uns war allen bewusst, dass Zeit ein kritischer Faktor ist. Wir haben pro Tag eine Episode produziert und es ist klar, dass genauso wie im echten TV- und Filmleben jeder Tag Geld kostet. Und wir haben das echt wirklich krass durchgeprügelt, muss man ehrlicherweise sagen. Und das funktioniert nur, wenn alle miteinander funktionieren, wenn das Team miteinander funktioniert, wenn man schnell Entscheidungen trifft und wenn man einfach agil bleibt. Wenn man weiß, okay, eine Sache funktioniert vielleicht doch nicht so, wie sie ursprünglich geplant ist, dann machst du es halt anders. Ja, und genauso haben wir es gemacht. Nochmal der Hinweis, wenn ihr oder sie gleich noch eine Frage stellen wollt, könnt ihr euch jetzt schon mal was vorformulieren. Wir haben immer so ein bisschen Platz für ein, zwei Fragen. Meistens gibt es ja gar nicht so viele. Tut mir leid, dass ich bei dir immer bei diesen Business-Geschichten bleiben muss. Aber natürlich denkt sich jetzt jeder im Raum, ey, super, ey, man braucht ein Team, was bereit ist, viel zu arbeiten. Dann kommen die tollsten Schauspieler auf einmal an und dann na, suchen wir uns noch einen schönen Produzenten und dann klappt das alles und Klicks sind egal, weil Opel bezahlt. So, also ich frage mich, nee, Entschuldigung, ich übertreibe natürlich, um zuzuspitzen, wo ist der Punkt, wo du oder wo ihr als Produzenten auch sagt, hier machen wir weiter, hier gibt es Staffel 2. Also ab welchem Punkt sagt ihr, das hat sich gelohnt, mal unabhängig vom Spaß und der künstlerischen Freiheit? Also der kommerzielle Erfolg ist natürlich wichtig, das ist ganz klar. Wir sind jetzt auch nicht so gepolt, dass wir genug Geld haben, um es aus dem Fenster rauszuschmeißen. Wir wollen aber auch riskieren und so ein Projekt ist für uns auch ein Venture. Wir sagen auch, okay, wir glauben an die Idee, wir glauben an das Team, ja, wir investieren da rein. Und schauen natürlich möglichst schnell auf die Zahlen und auf die Ergebnisse. Und in dem Fall, wenn du auch sagst, okay, die Klickzahlen sind noch nicht da, wo wir sie sehen werden oder sehen wollen, das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist letztendlich für uns die Refinanzierung und die Monetarisierung. Und da würde ich 5 Haken dran machen. Ja? Also das stimmt schon. Trotzdem haben wir einen Anspruch, dass letztendlich auch das Format beim Publikum ankommt. Das ist vollkommen klar. Und wir glauben dran, wir werden das auch weiter verfolgen und weiter mitgestalten. Und am Ende ist die alte Regel auch im Fernsehen, money follows the audience. Ja. Und das werden wir hier auch schaffen. Wie ist die alte Regel im Fernsehen? Money follows the audience. Das Geld geht dahin, wo die Zuschauer sind. Audience. Und ja, wir werden sehen, dass es auch in dem Fall funktioniert. Bettina. Jetzt wollte ich nur eine Sache sagen. Das hört sich jetzt so an, als ob wir angefangen hätten, wir hätten da Geld gehabt und das Ganze ging los und wunderbar und was du schon angedeutet hast, dem war nicht so. Wir haben wirklich von einer Herzensgrundidee von Kai angefangen. Wir hatten kein Geld, wir haben zu Hause gesessen, haben überlegt, wie machen wir das Ganze, wie können wir das auch ohne Geld hinbekommen. Und wir haben es geschafft, wirklich diese Serie zu drehen, bis kurz vor Ende, bis zur 10. Folge, hatten wir immer noch mehr oder weniger kein Geld. Also mein Video hat ein bisschen Geld gegeben. Danke. Aber es war finanziert. Aber die Finanzierung war für ein 12-köpfiges Team, für viele Freunde, die wir angesprochen haben. Und es war wirklich so ein Herzensprojekt, wo jeder... wir hatten, wie gesagt, kein Geld. Jeder hat erstmal so ein bisschen... einfach nur aus Freude heraus, wo wir wieder beim Thema sind, an diesem Projekt gearbeitet. Und erst im Nachhinein, jetzt wo wir fertig sind, fängt es an, sich zu rentieren. Und das ist eigentlich die schönste Belohnung überhaupt, dass so viele Leute da jetzt so von begeistert sind, so wie wir. Ich sag mal, am Anfang waren wir ja wirklich, wir haben gedreht mit 12-Mann-Team plus die Schauspieler, dann noch ein paar Büroleute und das war's. Und das kann man sich nicht vorstellen, wenn man weiß, wie wirklich Film abgeht, also wie man einen Film produziert. Nämlich und wenn man dann noch überlegt, 10 Minuten pro Tag, 10 Minuten, wir haben eine Folge pro Tag produziert, also das war wirklich ein Marathon, den wir da hingelegt haben. Und dass das jeder freiwillig gemacht hat, ohne erstmal wirklich... da finanziell was zu sehen. Das zeigt, glaube ich, wie viel Herzblut in dem ganzen Stück steckt. Spürt man auch in der Art und Weise, wie du redest. Haben Sie Fragen? Habt ihr Fragen? Jo, das Licht geht an. Nö, ist auch nicht schlimm. Also wir haben ja schon vieles besprochen. Also ich persönlich möchte euch und Ihnen tatsächlich diese Serie ans Herz legen. Man kann sie kostenlos im Netz sehen. Ich habe sie gesehen, das ist wirklich unterhaltsam. Übrigens, ich bin noch nicht 40, aber ich fand es trotzdem ganz gut. Also, das funktioniert. Das Team von Der Luck ist ab. Herzlichen Dank fürs Dasein.
Danke euch. Bis später. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Danke. Ja, es geht heiter weiter. Wir haben jetzt ein Team von einer Fernsehproduktion, die auf ganz anderen Bedingungen und Geschichten basiert. Es ist nämlich die älteste Krimireihe, glaube ich, im deutschen Fernsehen. Seit 45 Jahren gibt es sie. Und ja, also wie gesagt, das, was wir gerade gehört haben, spielt bei dieser Produktion auf ganz anderen Ebenen eine Rolle. Es geht natürlich um den Tatort. Es gibt einen neuen Tatort in Berlin. Unter anderem mit dabei ist Merit Becker. Die kommt jetzt gleich auf die Bühne. Außerdem der Autor Stefan Kolditz. Die Redakteurin, wir haben gerade von Fernsehredakteuren gehört, ist auch dabei. Dr. Josephine Schröder-Zebralla und der RBB-Programmbereichsleiter Neue Zeiten. Langer Name, Heiner Heller. Herzlich willkommen, Team Tatort Berlin. Bitte, kommt doch einfach rüber. Ja, bitte. Ja, wir haben es gerade gehört. Also es sind unterschiedliche Produktionsbedingungen und unterschiedliche Ansätze, über die wir hier reden. Auch übrigens unterschiedliche Sendeplätze, interessanterweise. Merit Becker, die erste Folge ist ja gerade gelaufen. Es gab super Quoten, was wichtig ist für viele Leute, 10,2 Millionen. Es gab aber auch super Kritiken. Ich stellte mir dann vor, wie ist das dann für Merit Becker? Erster Tatort vorbei, Gott sei Dank, Kritiken gut, Quoten auch gut. Erstmal durchatmen oder stelle ich mir da viel zu viel Druck vor? Ist das gar nicht so? Ist es an? Ja. Also erstmal ganz kurz, Merit. Entschuldigung, Merit. Entschuldigung, ich muss Merit. Es immer sagen, es ist ein Habit. Ich muss ich habe vorhin schon falsch gemacht. Man hat, glaube ich, viel mehr Druck im Vorhinein. Also wenn man das macht, wenn man da antritt, weil man natürlich sich ganz viele Ziele setzt und die sind auch, glaube ich, bei Weitem noch nicht erfüllt. Also die hat man weiterhin so. Aber Quote oder sowas ist für mich, das war dann eher wie ein, also ich sehe das eher sehr spielerisch, obwohl ich weiß, dass es überhaupt nicht spielerisch ist vom Sender aus gesehen, aber für mich ist das dann eher so, ach super, die Quote ist auch noch schön, aber eigentlich ist das was, was mich leider überhaupt nicht interessiert. Ach, und da wird man auch nicht irgendwie reingetrieben von Senderseite, du bist jetzt hier Tatortkommissarin, du musst das jetzt wichtig finden? Also nein, mir ist es natürlich durchaus klar, dass das so betrachtet wird wahrscheinlich, aber es interessiert mich einfach nicht. Mich interessiert das, was ich tue, also mich interessiert der Film, für mich ist es ein Film, und was wir da erzählen und wie wir damit umgehen, und das ist das, was mich interessiert. Und es ist ja, wie gesagt, auch auf künstlerischer Ebene durchaus als guter Film bezeichnet worden, was ja dann für dich die bessere Währung wahrscheinlich ist. Ja, genau. Das ist dann schön. Frau Schröder-Zebralla, Sie machen das ja nicht erst seit Neuestem. Seit 17 Jahren, wenn ich richtig recherchiert habe, sind Sie beim RBB-SFB für Tatorte zuständig. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Dieser Berlin-Tatort ist ja ganz neu in der Reihe, auch im Vergleich zum Vorgänger Berlin-Tatort. Warum gab es diese krassen Wechsel, sage ich mal? Krasser Wechsel. Wir haben 15 Jahre lang Filme mit Ritter und Stark erzählt und hatten das Gefühl, dass es am Ende auch gut so war. Also, dass man die Geschichten erzählt hat, die man erzählen wollte, dass man gesagt hat, jetzt eine große Weiterentwicklung, eine Veränderung ist schwer machbar mit dem Konzept, was wir damals hatten, der Große und der Kleine, der alleinerziehende Vater und der Lonesome Cowboy, das war alles noch so ein bisschen aus den 80er Jahren übernommen, und wir wollten einen krassen Neuanfang machen. Also wir haben ganz bewusst gesagt, jetzt setzen wir uns hin und fangen ganz neu an. Wie wichtig ist Ihnen das Thema, was Frau Becker gar nicht wichtig ist? Die Quote. Ja. Also die Quote ist unabhängig von der Wandfarbe, glaube ich, und auch sind nicht nur die Schauspieler dafür verantwortlich. Das möchte ich einfach mal sagen. Es geht um gute Geschichten, um eine schöne Regie, um einen spannenden, ansprechenden Krimi, der auch ein zeitgemäßes Thema erzählt. Quote ist wichtig, ja, aber nicht alles, denke ich. Also Kritiken sind auch wichtig, finde ich. Und bitte? Nein? Quote steht natürlich auch ein bisschen für Publikum. Insofern ist es schon
auch schön, wenn man weiß, dass es viele gucken, wollte ich noch ganz kurz sagen. Also man vergisst jetzt nicht das Publikum bei der Sache, aber ja, der Film steht im Vordergrund, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, die Tatortreihe beweist ja, dass es durchaus Filme gibt, nicht immer, aber manchmal, die wirklich ästhetisch gut gelungen sind und trotzdem ein großes Publikum ansprechen. Stefan Kolditz, das ist doch bestimmt für einen Autor schön zu hören, wenn die Süddeutsche schreibt zum Beispiel, während die Show im Öffentlich-Rechtlichen am Dahindarben ist, schafft es der Tatort, diese Tatort-typische Bräsigkeit immer mal wieder zu verlassen, wie zum Beispiel beim Berlin-Tatort. Wann, glauben Sie, ist ein Tatort ein richtig guter Tatort? Oder wie machen Sie ihn dazu? Was sind die Tricks? Nee, da gibt es keine Tricks. Also, wir hatten vor einem Jahr, als wir die erste Pressekonferenz gemacht hatten, ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob es da überhaupt schon Exposé oder so gab, das war im Januar 2014 und da saßen wir dann auf der Pressekonferenz mit Marc Waschke und Merit und haben so ein bisschen die große Klappe gehabt, so große Fresse, so wir machen was ganz Neues und es wird hat man noch niemand gesehen, so. Dann war die Pressekonferenz zu Ende, wir hatten im Grunde gar nichts, dann setzte, um Gottes Willen, was haben wir uns denn hier eigentlich eingehandelt, wir wissen ja überhaupt nicht, ob das wirklich gut wird, so, ja. Und das weiß man auch nicht, so, ja, das weiß man bis zum Schluss nicht, man kann nur versuchen, so gut, im Grunde, also ich für mich habe nur ein Kriterium, ich versuche die Filme zu machen, die ich selber mir ansehen würde, ja. Und das Interessante war, als wir dann ein bisschen weiter waren, saßen Merit und Marc und ich mit der Redaktion bei mir zu Hause und wir haben über die erste Drehbuchfassung gesprochen und dann stellte sich raus, dass weder Merit Becker noch Marc Waschke noch ich regelmäßige Tatortgucker sind. Also wir ignorieren das eigentlich auch so. Ich finde es übrigens super, was die Kollegen hier vor uns machen. Also ich glaube, das ist die einzige Chance, irgendwas zu verändern in dem öffentlich-rechtlichen, also ich rede jetzt mich um Kopf und Kragen, ist mir auch egal, in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was so, ich denke auch, vielleicht nicht in 5, aber in 10 Jahren wird es das so nicht mehr geben. Davon bin ich überzeugt. So, ja. Und, was und, genau wird es nicht mehr geben? Das öffentlich-rechtliche Fernsehen in dieser Form. Das wird nicht mehr funktionieren. So, ja. Und dann versuchst du das zu machen, was dich selber interessiert. Du versuchst relativ weit zu gehen. Da muss ich sagen, haben wir eine Redaktion gehabt, die sehr mutig war, also mit Frau Schröder-Zebraller und Cookie Ziesche. Anders als sonst, also diese ganzen Dinge, die vorher gesagt wurden, wie öffentlich-rechtliches Fernsehen eigentlich funktioniert, das weiß jeder, dass es genau so ist. In dem Fall war das sehr mutig von denen und dieser Mut ist in gewisser Weise auch dann sozusagen eingelöst worden, jetzt nicht nur durch den Film an sich, sondern natürlich auch die Reaktionen. Man muss mal sehen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Aber mehr kann man dazu nicht sagen. Es gibt keine Tricks, es gibt im Grunde nur den Versuch, etwas zu machen, von dem man überzeugt ist. Das heißt, der Mut, wenn ich das richtig verstehe, der Mut einer Redaktion besteht darin, den Autoren machen zu lassen? Nee, also das war schon ein bisschen anders. Also es war so, dass im Herbst 2013 wurden Lars Kraume, der ein Regisseur ist, und ich von der Redaktion dazu gebeten. Das war der Moment, wo die Redaktion sich entschieden hatte, auf der Polizeiruf und auf der Tatortseite Neuanfang zu machen. So, ja. Auf der Tatortseite noch radikaler. Und sie hatten ein Konzept entwickelt und eigentlich ist es ja immer so, ein Sender will ein neues Konzept haben, lässt das ausschreiben, lässt sich irgendwie 20 Konzepte von Produktionsfirmen irgendwie entwickeln, was oft sehr auch teuer für die Firmen ist und wählt dann oft mit großer Sicherheit das Schlechteste aus. So, ja. Und in dem Fall war es so, die Redaktion hatte was geschrieben und wir, Lars Kraume und ich, durften nur sagen, wie wir das finden. So, ja. Und das war sozusagen verkehrte Welt. Und wir haben dann auch gesagt, wie wir es finden und dass man da arbeiten sollte. Aber es kam praktisch dann etwas raus, auf dessen Grundlage wir, also in dem Fall ich als Autor, das war mir gar nicht zu dem Zeitpunkt klar, dass die natürlich mich im Blick hatten, also die Figuren waren schon ein bisschen da und sowas, dass man dann beginnen konnte zu arbeiten. So, ja. Und so ist das entstanden. Es ist diesmal umgedreht gewesen. Ich bin also nicht mit einem genialen Konzept angekommen, und dann sind alle auf den Boden gefallen, sondern diesmal gab es sozusagen einen Rahmen quasi und den konnte ich dann aber so ausfüllen, wie ich wollte. Aber nee, nicht wie ich wollte, ist Quatsch. Man arbeitet immer, das ist auch völliger Blödsinn, was anderes zu behaupten, man ist nur so gut wie die Partner, mit denen man arbeitet, auch ich. Man arbeitet immer in einem Team und im besten Fall sind die Partner, die man mit denen man arbeitet, gerade von Sendern, eben nicht die laufen diese Verhinderer und die Zögerer und die Unsicherer und Leute, sondern Leute, die einen eigentlich pushen. Und das ist in dem Fall passiert.
Frau Schröder-Zebrella zuckt ab und zu. Ganz, ganz schnell noch, das Ganze ist ja, wie Stefan Koldet sagte, ein kreativer Prozess, der sich ungefähr über ein Jahr erstreckt. Also eine Drehbuchentwicklung dauert etwa ein Jahr, bis wir dann in den Dreh gehen können. Und das baut sich auf. Zuerst war die kleine Keimzelle, Cookie, Zische und ich. Wir hatten zwei Figuren erfunden. Wir wollten einen Mann, eine Frau. Wir wollten zwei jüngere Menschen für Berlin haben. Und wir wollten Berlin als dritten Hauptdarsteller. Also die Rasanz, die Atmosphäre, das Tempo, die Farben der Stadt erzählen und haben das aufgeschrieben. Dann kamen, wie gesagt, die beiden Berater dazu. Dann ging die Drehbuchentwicklung, die Entscheidung, wir lassen Stefan Kolditz das Buch schreiben. Wir waren froh über die Beratung von beiden Filmemachern. Und so entwickelt sich ein Drehbuch über 4, 5, 6 Fassungen, bis es dann auch an die Produktionsfirma geht, die wiederum ihre Visionen mit reinbringt. Dann geht es an die beiden Schauspieler, mit denen man Leseproben und ganz kreative Gespräche führt. Und so baut sich das auf. Und anknüpfend an das, was Kai Wiesinger sagte, wenn es Spaß macht und alle mit dem Herzen dabei sind, dann entsteht auch eine Vision und eine Gemeinsamkeit, die man dann zu Ende bringt. Und das ist vielleicht das Rezept in Anführungsstrichen, wenn es sowas überhaupt gibt. Gleich würde ich auch gerne nochmal das Thema aufwerfen, wann das nicht gelingt oder woran das haken kann. Aber Herr Heller, vorher nochmal die Frage an Sie. Innerhalb dieses ARD-Verbundes einen neuen Aufschlag mit einem neuen Tatort zu wagen und natürlich davon überzeugt zu sein, dass man das jetzt gerade richtig macht. Wie druckvoll ist das innerhalb dieses Senderverbundes? Wird da viel geguckt oder viel, ja, was machen die jetzt beim RBB da drüben so? Beschreiben Sie mal ein bisschen, wir kennen das ja alles nicht. Das beschreibe ich Ihnen gerne, weil in den letzten 3 Jahren ist das zuallererst mal bescheuert, weil es hat ja jeder schon gemacht. Also das ist das, was Stefan Kolditz beschreibt, also sich dann hinzustellen und sagen, ach super, machen wir in Berlin auch mal eben neu. Das war der erste mutige Schritt, weil das war in der Phase, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, was wollen wir in dieser Stadt erzählen, mit welchen Figuren, wie stellen wir uns das neu vor? Das ist das, was Frau Schröder-Zebrella beschrieben hat. Das war genau in der Phase, als überall in der ganzen Republik bei allen Sendern neue Teams auftauchten. Und wir haben wirklich bei jedem neuen Team sind wir so ein bisschen zusammengesagt, okay, schön, super, wollen wir das jetzt auch. Und dann würde ich gerne an das anknüpfen, was die Kollegen von der Lack ist ab erzählt haben. Ich gucke das mit großer Begeisterung, weil das, was beschrieben wurde, dem ja anzusehen ist. Und Bauchspeck und Haare färben sind genau meine Themen. Und das Ganze gelingt immer genau dann gut, wie bei Team Wallraff, wenn Leute mit Leidenschaft da dran sind und sich nicht stören lassen. Das ist das, was der Sender organisieren kann. Also die Leute muss man haben, die hatten wir Gott sei Dank. Wir konnten Helfer und Helferinnen dazu gewinnen. Und waren dann relativ schnell zuversichtlich, dass ein markanter Neuaufschlag gelingt. Da fragt man dann immer mal so ganz vorsichtig von außen nach, na, wie seid ihr denn, wo geht's denn? Ohne Einzelheiten wissen zu wollen, weil das wäre schon fast ein Misstrauensvotum, das würde ich auch für falsch halten. Also ich darf aber fragen, seid ihr auf dem Weg, also Cookie Zische und Josephine Schröder-Zebrella, konnte ich das jederzeit fragen, seid ihr zufrieden? Seid ihr glücklich mit dem, was ihr macht? Wie sind alle drumherum in den Prozess eingebunden? Und das war so. Und in dem Moment hält man den Druck in so einem System aus. Ich will mal einen Oldschool-Vergleich machen. Wir haben jetzt sozusagen gehört, wie wird ein Elektroauto entworfen und ein Hybridauto. Wir reden beim Tatort vom VW Passat. Und wenn man den neu als Modell auf die Straße bringt, wir wissen alle, wie viele von den Dingern da draußen rumfahren, dann ist der Druck ein anderer. Wenn ein schönes neues Elektroauto da steht, sagen alle, mutiger Hersteller, super Idee. Beim Hybrid sagen auch, ja, war auch Zeit. Und wir sind auf eine bestimmte Art und Weise in der Brot- und Butterklasse. Und das Ding so zu machen, dass wir hinterher einen Film haben, von dem wir sagen, der ist bemerkenswert, das ist ein guter Film. Und der ist auch noch erfolgreich. Das ist ein sehr, sehr großes Glück. Ich begreife das aber auch so. Also das sind tolle Handwerker und ganz, ganz großartige, künstlerisch arbeitende Menschen an diesem Projekt beteiligt gewesen. Und trotzdem bin ich wahnsinnig froh, dass das geglückt ist. Es ist geglückt und wenn Sie noch nicht das Glück hatten, da reinzuschauen oder den Film schon zu sehen, haben wir, wenn ich recht, ja genau, wir haben auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Berliner Tatort mit der Bitte, mal ganz kurz den Bildschirm freizumachen. Vielen Dank. Tatort Berlin. Ich arbeite jetzt seit 6 Jahren in der Mordkommission. Wie lange Sie? 2 Stunden, 16 Minuten. Sein Tat
Partner bei der Droge war Gregor Mayhack. Sie kannten sich seit der Ausbildung. Am 3. Mai wurde Mayhack tot aus der Spree gefischt, ertrunken. Keiner weiß, ob Caro damit drin hing. Und jetzt ist er hier. Dein Partner. Im Abfluss der Badewanne gab es menschliches Gewebe. In der Wanne wurde eine Frau getötet. Na eben, Mordsrichtung. Nee, ohne Leiche rein spekulativ. Theritium literatum. Lebt im Pazifik. Lag am Tatort. Das ist Beweismaterial. Chef! Wir haben den Kopf. Was? Wir haben es hier mit dem Mord an einem sogenannten Muli zu tun. Eine Frau, die Kokain im Magen nach Deutschland transportiert. Es waren ja zwei Frauen. Die zweite wird auch ein Muli sein. Die glauben, dass sie vielleicht noch am Leben ist. Was wollen die von dir? Wenn sie die Panik kriegt und zu den Bullen rennt. Das wird sie nicht. Sie hat Angst und sie braucht das Geld. Ich habe überall in der Stadt Informanten. Glaub mir bitte. Erledige das, bevor ich es tun muss. Haben Sie irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Hat sie in Berlin noch Eltern, Verwandte? Jo hat einen älteren Bruder. Wir müssen zur Polizei. Nein, das können wir nicht. Aber das ist unsere einzige... Nein, da kennt er jemanden. Bist du dir da sicher? Ja. Er hat ihm Geld gegeben, ich habe das gesehen. Mädchen ist unser Hauptgewinn. Hauptgewinn? Scheiße, Ihnen ist das völlig egal, ob die das überlebt oder nicht, oder? Hallo? BER, der neue Flughafen. Das ist Lever Airport Hotel. Es gibt 4000 Obdachlose in Berlin, davon 1000 Jugendliche. Wir suchen praktisch die Nadel im Heuhaufen. Jo? Ich weiß, dass du hier bist. Für wen arbeiten Sie? Der Tatort aus Berlin. Ist es noch aufregend, Frau Schröder-Zebraller, das zu sehen, so ein Teaser? Den haben Sie wahrscheinlich schon 1000 Millionen Mal gesehen. Ich finde es aufregend. Ich sehe auch jedes Mal wieder was Neues in dem Film, wenn ich ihn sehe. Ich merke, dass meine Aufmerksamkeit manchmal nur auf den Ton geht, manchmal nur auf die Musik, manchmal gucke ich mir die Kostüme alle nochmal an. Also ja, es geht noch. Man kann es mehrmals anschauen. Wie oft haben Sie den ganzen Film gesehen? Oh, bestimmt 7-8 Mal oder so. Wir haben ja verschiedene Abnahmen. Dann gibt es Rohschnittabnahmen, Feinschnittabnahmen, Musikabnahmen. Also, ja. Frau Becker, und Sie? Ja. Ich glaube, zweimal. Zweimal, immerhin. Ja, ja, finde ich auch. Also einmal im Kino, wir hatten ja den großen Luxus, ups, jetzt ist er weg, den großen Luxus, danke vielmals, sehr aufmerksam, das im Kino sehen zu dürfen, mit ganz vielen Menschen und das war schön. Also wir haben es aber vorher schon mal auf, damit man sich nicht zu Tode erschreckt, wenn man sich selber sieht, auf DVD, und da habe ich es auch schon mal gesehen. Was ja viele Leute jetzt mal ganz unabhängig vom Tatort nicht wissen, wie so ein Film entsteht und dass ein Schauspieler am Ende natürlich auch erstmal überrascht ist, wie das Endprodukt aussieht, weil während des Drehs versteht man es ja meistens gar nicht. Wie können Sie sich noch an diesen Moment erinnern, als Sie den zum ersten Mal gesehen haben und gedacht, ach so, ja. Also was tatsächlich so ist, dass man so ein paar Sachen, man baut ja sozusagen ein Gerüst, was niemals erfahren wird, aber um sozusagen... Also beim Lügen ist immer doof, also baut man sich eine Wahrheit sozusagen, in der man sich aufhält, und die verändert sich aber plötzlich, weil man die Wirkung mitbekommt. Also man überdenkt nochmal, wollen wir die Geschichte wirklich so weit oder so, weil wir sind ja, das ist auch ein großer Luxus, dass wir immer im Austausch, also ich darf Stefan Kollitz immer anrufen wie ein Arzt, das finde ich ganz toll, und so waren auch die ersten Treffen und konnte so das greifen, und wenn man jetzt das sieht, dann merkt man plötzlich, die Wirkung ist vielleicht so oder so hingehend, verändert sich nochmal, ja. Man hat auch ein bisschen Angst, wenn man es das erste Mal sieht. Sie haben vorhin erwähnt, dass der dritte Hauptdarsteller neben den grandiosen beiden menschlichen Hauptdarstellern die Stadt Berlin ist. Wie kam das da rein? Also, dass ein Berliner Tatort irgendwas mit Berlin zu tun hat, ist jetzt nicht total überraschend, aber tatsächlich wesentlich und sehr sichtbar spielen auf einmal Facetten dieser Stadt eine Rolle, die man vorher im Berliner Tatort so nicht gesehen hat. Also das war ein Wunsch, der kam ganz direkt aus dem Haus sozusagen, dass man sagte, wir möchten mehr Orte in Berlin sehen, mehr Kieze, mehr Atmosphäre spüren, als bisher der Fall war.
ich muss sagen, das hat auch ein bisschen was mit Geld zu tun. Wir hatten mehr Geld für diesen ersten Tatort, dankenswerterweise. Ach, die zweite Folge wird Aufschlag. Dann so. Nein, wir versuchen natürlich, das Niveau zu halten. Also es gab sozusagen auch eine Aufstockung, was für uns natürlich ganz, ganz toll war. Deshalb konnten wir uns das leisten, in Anführungsstrichen. Es gibt so die Schlagzeile, ja, da waren jetzt irgendwie 15 Schauplätze in den ersten 14 Minuten. Da waren, das gab so ein Begeisterungsraunen darüber. Ob man das jetzt halten kann, weiß ich nicht. Aber wir wollen mehr in die Milieus reingehen, auch in die dreckigen Ecken Berlins und uns da die Geschichten raussaugen. Jetzt gibt es viele Leute, die Tatort gucken sowieso, und man fragt sich dann oft beim Tatort gucken, ich gehöre auch zu den Leuten, die das regelmäßig machen, und ich manchmal frage, warum mache ich das eigentlich, aber ich mache es halt einfach. Ich glaube, das geht manchen Leuten so. Können Sie mir erklären, wir haben gerade darüber gesprochen, wann ein Tatort gelingt oder ein Film gelingen kann. Können Sie mir erklären, wie es dann teilweise echt grottige Filme zur besten Sendezeit ins Fernsehen schaffen? Denn die gibt es ja ohne Zweifel. Wie kann das passieren? Kann einem ja selber auch passieren. Also man sollte jetzt nicht sozusagen jetzt hier so vom Berge Ararat hier runtersprechen. So. Man kann immer nur versuchen, die beste Arbeit zu machen. Ich glaube, das hängt, man kann es am Ende nicht auf eine Ursache reduzieren. So, ja. Also das hängt sicher erstmal mit den Leuten zusammen, die dort arbeiten. Es beginnt sicher auch in den Redaktionen schon. Also wir haben eben diesmal eine Redaktion gehabt, die eben einfach mutig gewesen ist. Und ich will noch einen Satz zu der Stadt sagen, dann rede ich gleich weiter. Ich finde ja schon, es ging ja nicht darum, jetzt Berlin jetzt einfach mal ein bisschen geiler irgendwie so zu erzählen, sondern viele von den Tatorten, die mittlerweile ja fast in jedem Dorf irgendwie spielen. So, jede Woche wird irgendwie neuer, im Grunde ist es doch grauenvoll. Also ich meine, ich muss das mal sagen, ich finde es grauenvoll, dass es so viele Tatorte gibt. So. Auch wenn ich dafür arbeite, so, ja. Aber habe ich lange nicht gemacht. Und hier ging es darum eigentlich, dass viele von diesen Tatorten, die sind doch austauschbar. Ob die jetzt in Nürnberg spielen oder in Bremen oder in Dresden. Im Grunde, die Städte sind eigentlich nur Facetten für in der dritten Minute eine Leiche und in der fünften Minute wird, wir müssen mal die Spusi hin und dann, wie ist das Alibi? So. Wir wollten was anderes machen. So. Und das andere ist, dass ich weiß das leider, ich bin ja sehr lange in der Branche, viele von diesen Drehbüchern wären einfach schlecht entwickelt. Die wären schlecht entwickelt und dann ist ganz klar, die Schauspieler sind für den und den Zeitpunkt gebucht und 4 Wochen vor Dreh ist noch nicht mal eine erste Fassung da und dann wird das Ding irgendwie so, wir schaffen es schon irgendwie. Oft bemerkt es das Publikum. Es gibt auch einen gewissen, ich will nicht sagen einen gewissen Zynismus, aber eine auch oft sozusagen einen lethargischen Pragmatismus, irgendwie über die Runden zu kommen. So, ja. Und deswegen finde ich sowas, anders geht es auch gar nicht so. Wir haben was Gutes gemacht, ich hoffe, wir halten das. Das Publikum war nicht nur angetan. Es gab auch viele, die gesagt haben, viel zu hart, ich will einen klassischen Tatort haben. Wie bewegt sich denn die Frau hier? Das ist ja unmöglich so. Die verlässt gleich in den ersten 3 Minuten ihre Familie und so. Ja. Aber deswegen finde ich sowas, was jetzt, es ist ja blöd, dass ich jetzt über andere Sachen rede, nicht über uns, so, Maya. So. Aber ich finde eben sowas, wie Kai Wiesinger da jetzt macht, und da wird es ja auch andere geben, diese Mobilität, die von außen kommt, die kann nicht von innen kommen. Dazu reden wir über große Schiffe. So. Es sind die kleinen Boote, die entweder jetzt diese Branche mutig machen und sie zwingen, mutig zu werden. Wir hatten sozusagen das Feedback aus der Redaktion heraus, oder dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen ist in 5 oder in 10 Jahren tot. So. Und dann hat es das auch verdient. So. Ohne jetzt eine große öffentlich-rechtliche, ja bitte? Ohne eine große öffentlich-rechtliche Diskussion aufmachen zu wollen, habe ich mir gedacht, dass Herr Heller vielleicht noch was zu entgegnen hat. Wo stehen Sie? Also ich würde ganz gerne noch mal beim Tatort bleiben und auch zu Frau Becker noch mal kommen. Aber bitte. Mir geht's bei der Feststellung von Stefan Kolditz noch um was anderes. Was wir jetzt hier gerade gesehen haben und das, was wir jetzt auch an vielen Facetten schon besprochen haben, zeigt, dass Fernsehen generell und auch Öffentlich-Rechtliches sich wandelt. Es ist schon dabei.
Und wir reden jetzt ja nicht anonym hin an eine öffentlich-rechtliche Wand, die vor den Sendern steht und an der Ideen, Kreativität und Leidenschaft abprallen, sondern in diesen Häusern sitzen auch Leute, das würde ich für uns jetzt zumindest in Anspruch nehmen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, was muss ich denn ändern? Also jetzt bei aller Euphorie über der Lack ist ab, möchte ich auf ein öffentlich-rechtliches Projekt in München verweisen. Das heißt, Mann, Frau hat ein gewisser Christian Ulm produziert für den Bayerischen Rundfunk, fürs Netz und für ein junges Radioangebot im Internet. Das ist im Grunde genommen eine sehr ähnliche Erzählweise, nicht in 10 Minuten, sondern in 4 Minuten. Richtet sich an ein jüngeres Publikum und ist vom Bayerischen Rundfunk. Also es gibt Ansätze innerhalb und außerhalb der Häuser und ich glaube, dass es nicht so reformunwillig zugeht, wie wir jetzt hier so in den Nebentönen die ganze Zeit unterstellen, weil den Druck, uns verändern zu müssen in einem Markt, auf welcher Veranstaltung bitte sitzen wir hier, das ist doch klar, dass der bei uns ankommt. Und wir müssen uns vor Ihnen allen hier rechtfertigen, dass wir Ihr Geld einsammeln, um unsere Programme damit zu machen. Also deshalb ist es richtig, was Stefan Kolditz sagt, in 10 Jahren können wir uns dann wieder treffen und sagen, okay, habt ihr geschafft oder nicht. Aber das Entscheidende ist, das geht schon los. Frau Schröder, Zebraller, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, seit 17 Jahren sind Sie dabei. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen weg von der öffentlich-rechtlichen Bashing oder wie auch immer Diskussion kommen, zu dem Nähkästchen. Können Sie uns mal beschreiben, wie sich das so verändert hat innerhalb der ARD? Wir haben gerade gehört, es gibt so viele Tatorte, jeder will ein neues Team, da wird da neu gedoktert und da. Ja, ist es ein bisschen inflationär geworden und deswegen auch ja, nicht mehr so wertig? Es gibt so einen Hype im Moment, so einen richtigen Tatort-Hype und es gibt überhaupt einen Krimi-Hype. Das finde ich schade, weil es ist so, als sei der Krimi irgendwie das heiligmachende Fernsehspiel. Jetzt das quotenträchtigste, das schönste, was man produzieren kann. Es fehlen auch ein bisschen Familienserien oder sowas für meinen Geschmack, aber gut, es ist so eine Entwicklung und Tatort ist, wie man so sagt, das letzte Lagerfeuer der Nation. Da versammelt sich die Familie wieder vor dem Bildschirm. Lustigerweise, interessanterweise oder auch im Public Viewing. Also es gibt eine große Bewegung unter jungen Leuten, in die Kneipen zu gehen und Tatort zu gucken regelmäßig. Das war vor ein paar Jahren nicht so, da sank die Quote auch sehr ab und wahrscheinlich haben die vielen Teams da dem wieder aufgeholfen, denke ich. Also ich kann das nicht genau erklären, wir haben es auch nicht hundertprozentig analysiert, aber Diese Schwäche, die der Tatort vor ein paar Jahren hatte, da hat man sich bemüht, drüber wegzukommen und dieses Format zu retten quasi und wirklich neue Teams und neue Erzählweisen auch zu entwickeln. Also das haben Sie ja auch beim Muli gesehen, was wir versuchen, was Stefan Kolditz ganz toll mit angeregt und aus der Taufe gehoben hat, diese starke horizontale Erzählweise, die wir jetzt versuchen, ähnlich wie der Tatort in Dortmund oder in Kiel, der Polizeiruf. Offenbar ist, wie Sie gerade selber gesagt haben, hat der Tatort so eine Gewalt entwickelt, dass auch ganz viele Leute Tatort gucken, die gar nicht genau wissen, warum sie es eigentlich tun, aber sie tun es und wie gesagt, oftmals kommen ja auch Filme, die richtig stark sind. Armin Rohde hat mal gesagt, er spielt gerne im Tatort mit als Böser, als Kommissar würde er es aber nicht machen, weil man dann immer auf diese Rolle so festgelegt wird, ein Leben lang. Haben Sie auch Angst, irgendwann mal so eine Art Professor Börne zu werden? Also, Sie wissen, was ich meine. Sex-Change? Ja. Nein, ich habe keine Angst vor Sex-Change. Nein, ich, natürlich hat man davor Angst. Aber momentan ist es so, dass da tatsächlich so viele, also man hat nicht mehr das Schicksal eines Götz-George, der ja dann auch wieder einen anderen Weg gegangen ist, aber der sehr lange, glaube ich, sehr, sehr darunter gelitten hat, dass er auf der Straße mit Guten Tag, Herr Schimanski, angesprochen wurde. Und ich glaube, wenn mir das passiert, höre ich einfach aus. Aber ich momentan habe ich die Angst, wir haben so viele Kinoschauspieler, die das machen irgendwie und ich mache auch Musik und lauter so Sachen. Also ich habe, glaube ich, eher manchmal die Sorge, dass ich mich zu sehr winde immer in irgendwas anderes rein und ich glaube, man kann mich nicht so schnell festlegen, hoffe ich zumindest. Ja, dann hoffen wir mal mit Ihnen. Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Gibt ja nicht so oft die Chance, hier mal solche Leute da sitzen zu haben. Sie und ihr dürft euch jetzt erheben. Nein, wieder keine Fragen. Es sind einfach immer so eine befriedigende Antwortrunde offenbar. Ich habe aber noch eine Frage. Haben wir eine Frage? Ja, bitte. Wann gibt es
den zweiten Tatort aus Berlin und ist das dasselbe Team, das den entwickeln, produzieren und überhaupt wird? Geht der jetzt noch? Ja. Ja. Das ist dasselbe Team, Becker-Waschke auf jeden Fall. Der zweite Tatort wird von anderen Autoren geschrieben und auch, wird auch einen anderen Regisseur haben. Den drehen wir im Juni, Juli diesen Jahres und der wird am 20. Dezember gesendet. Aber Stefan Kolditz ist auch wieder dabei, weil wir werden ja diese Horizontale abschließen wollen nach etwa 4 Folgen. Und er muss den Sack zubinden sozusagen mit den ganzen Verlockungen und losen Enden, die wir jetzt irgendwie unter die Zuschauer streuen. Und das wird er toll machen, da bin ich sicher. Neuen Sack aufmachen, damit er dabei bleibt. Ja, dann bleibt er die nächsten 20 Folgen. Ja, die Frage wollte ich auch stellen, vielen Dank. Das wäre meine Schlussfrage gewesen. Haben wir noch eine? Ja, bitte. Nö, weiter hinten. Hallo. Ich wollte fragen, Sie haben vorhin gesagt, beziehungsweise Stefan Kolditz hat das auch nochmal verringert, dass ein Jahr Drehbucharbeit ausreicht. Sollte nicht es eigentlich so sein, dass ein Drehbuch fertig ist, wenn es fertig ist und nicht jetzt muss es fertig sein und jetzt müssen wir drehen? Also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, dass es halt einfach so ist, dass Filme gedreht werden, ohne dass das Drehbuch fertig ist oder dass angefangen wird, eine Serie zu drehen über 8 Folgen, wo eigentlich gemixt werden, gedreht werden sollte, es aber eigentlich gar nicht geht, weil die Bücher von den letzten 4 Folgen einfach überhaupt noch nicht fertig sind. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Kann man da wirklich eine Zeit festlegen für so ein Drehbuch? Also in einer idealen Welt wäre das wahrscheinlich so, aber dieses eine Jahr ist jetzt kurz bemessen. Man kann auch 1,5 Jahre, je früher man anfängt, desto besser. Ich gebe Ihnen da völlig recht. Also wenn wir alle finden, das Drehbuch ist reif für die Produktion, dann es wegzugeben in die Produktionsfirma, wäre es am optimalsten. Aber es gibt einen Druck mit dem Sendetermin, es gibt einen Druck mit den Terminen der Schauspieler. Regisseure haben viel zu tun heute. Das muss man alles mit einberechnen in diese Zeitrechnung. Noch eine Gegennachfrage, eine letzte, ja? Ich würde gerne, ja, aber wäre es dann nicht sinnvoll, zum Beispiel da anzusetzen und einfach anzufangen, Projekte zu entwickeln und möglicherweise auch mal 10 Projekte zu entwickeln und nur 2 wirklich dahin zu kriegen, dass man sie dann auch dreht? Ich weiß, dass das alles Geld kostet, aber letztendlich, wie heißt es, wir zahlen ja auch dafür, wie er vorhin so schön sagte. Und am Ende des Tages würde ich gerne einfach mehr schöne Sachen im Fernsehen sehen und ich glaube, dass es oft einfach daran hakt, dass die Bücher oder was auch immer einfach nicht wirklich voll entwickelt sind. Und da, glaube ich, könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk einfach ansetzen. Herr Heller. Ja, das machen wir zum Teil. Also wir gehen jetzt mit Entwicklung an der Stelle in die Breite, aber die Kosten sind das entscheidende Problem, weil da vergessen Sie bitte unsere Finanzgrundlage, habe ich schon angesprochen, überhaupt nicht. Weil wir müssen uns dafür rechtfertigen. Und wenn wir, also jetzt gegriffen, wir würden 10 Stoffe entwickeln, 10 Bücher vorantreiben und haben aber letzten Endes in der Abfolge dessen, was wir an Filmen tatsächlich produzieren, Platz und Geld und Muße für 3. Dann schmeißen wir 7 weg. Und das, wir haben auch so eine hässliche Wirklichkeit wie Landesrechnungshöfe. Und wir können uns an der Stelle nicht so frei bewegen, wie das künstlerisch und gut wäre und wie es für die Filme wünschenswert wäre. Und um so einen halbwegs technischen Begriff zu nehmen, in dem Sendegerüst in der ARD, Sendetermin, Filmherstellung und so weiter, das gibt uns ein gewisses Backtiming vor. Ich finde das auch nicht angenehm, mir vorzustellen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Herstellung eines solchen Fernsehkrimis Schuh und Strümpfe verlieren, weil sie mit dem Buch knapp dran sind. Das ist für uns aber tägliche Arbeit, diese Prozesse zu entzerren. Schlussendlich muss Frau Schröder-Zebralla das an bestimmten Punkten aushalten, wo uns das auf den Wecker fällt, weil wir sagen, eigentlich ist der ideale Zeitpunkt noch nicht da. Und wir können an der Stelle nur versuchen, das mit den Mitteln, die wir haben, zu optimieren. Wir können nicht generell sagen, super, jetzt gehen wir mal in die Fläche und sagen, dann entwickeln wir doch einfach mal 5 Sachen und die drehen wir dann in aller Ruhe hintereinander weg. Weil dann könnten wir uns für die nächsten 3 Jahre aus dem Geschäft zurückziehen und Frau Becker hätte nicht das Problem, auf der Straße angesprochen zu werden als Tatortkommissarin. Als Frau Schimanski. Wir hatten also dieses Thema, gerade Tatort streift natürlich auch immer wieder eine öffentlich-rechtliche Daseinsdiskussion und wie man das optimieren kann und wie lange es vielleicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk überhaupt noch gibt.
die werden wir an anderer Stelle noch weiter vertiefen. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich diesen Fragen gestellt haben, meinen und Ihren Fragen. Schönen Dank, dass Sie welche gestellt haben und zugehört haben. Und natürlich ganz herzlichen Dank an Sie vier, das Team Tatort Berlin. Herzlichen Dank. Applaus